Nachdem Dario die Berge von Naga und den dichten Wald der Kairin durchquert hatte, kam er mit seinen Männern zu einem kleinen Dorf. Dieses Dorf sollte von nun an als sein Basislager dienen. Nun, mein mutiger Kundschafter, was gibt es zu berichten? Eine Menge. Doch lass mich mit dem Wichtigsten beginnen. Die Stadt Krynn existiert in der Mitte eines Sees auf einem Plateau. Dort ist jetzt allerdings ein Vulkan. Außerdem habe ich eine Lehmmine im Norden entdeckt. Noch weiter nördlich ist eine kleine Siedlung. Beide Objekte sind nur schwach verteidigt. Ich habe einige Geräusche östlich der Mine gehört, könnte aber wegen der Wachen den Grund dafür nicht in Erfahrung bringen. Die Brücke scheint überflutet zu sein, wie viele andere auch in dieser Region. Diese langen Texte werden viel zu lange eingeblendet. Dagegen könnte ich was tun, mach's jetzt aber gerade nicht. Na 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 na. Na 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 na. Na, ich hab gesagt, na 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 na. Ja, wie viele andere auch in dieser Region. Außerdem habe ich eine Lehmmine im Norden entdeckt. Noch weiter nördlich ist eine kleine Siedlung. Beide Objekte sind nur schwach verteidigt. Achso. Jetzt wird uns auch noch die Lehmmine gezeigt. Kein neuer Text. Westlich von hier ist eine weitere Siedlung. Sie wird schwer bewacht und scheint als Militärbasis zu dienen, was uns im Moment aber nicht beunruhigen muss, weil die Brücke zerstört ist. Auf unserer Flussseite ist ein kleines Lager mit einigen interessanten Leuten. Es scheinen Gesetzlose zu sein, die uns neutral gesinnt sind. Die westliche Brücke ist von Ruinen blockiert. Die letzte Flut hat diese Verteidigungsanlagen sowie die Brücke weggespült. Sie ist unpassierbar. Ja. Wir müssen alle Minen erobern, die wir finden. Die Arbeiter sollen sich um die Ruinen kümmern und sie wegschaffen. Ich werde mit den Gesetzlosen sprechen. Gut, schauen wir mal, was wir haben. Wir haben nicht allzu viel. Taverne, hier unten ist unsere Burg. Sägemühle, Taverne, eine Kapelle, eine Lehmmine, sogar ein Stollen, dazu die passende Ziegelhütte. Wo haben die Leute kein Zuhause? Hier. Hier haben wir noch einen Eisenstollen. Wozu bezahle ich meine Steuer? Sag mal. Ah, weil ein Stollen ist, passt das Haus nicht mehr. Da haben die aber hier nicht so das Problem, ne? Mit der Mine irgendwie. Ach, da ist auch alles ausgebaut. Allerdings würde ich hier noch eine Mühle hinbauen wollen, glaube ich. 10, hier passen keine 10 rein, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hä? Ach, da oben gehen die noch rein. Na gut, passt vielleicht doch. Die gehen hoffentlich. Naja, was auch immer. So, wir sollten mal anfangen. Ich tue mein Bestes. Lassen wir unsere ganzen. Sehr wohl. Huch. Hier unten. Sammle ich die mal. Na so, und wir haben Geld. So. Nö. Doch. Natürlich. Danke. Natürlich. So, 4. Ist in Ordnung. 4 bräuchte ich. Die können trotzdem erstmal dahin gehen. Natürlich. Und die hier gehen alle erstmal ins Holz. Können wir gleich noch abziehen. So, die haben wir auch nun. Oh, hier sind Schafe. Können wir irgendwas mit denen anfangen? Erkundigt die nördliche Region und nimmt die feindliche Mine ein. Die Befestigung der Wachen sollte ausreichen, um die Kontrolle über die Minen zu erlangen.
die Beseitigung der Wachen. Gut, wir müssen also nicht die Kanonen zerstören. Können wir das eigentlich schon? Für Ruhm und Ehre. Ich glaube, das sollten wir packen. Solange wir in Bewegung sind, treffen uns ja die Scharfschützen nicht. Ich hoffe, das stimmt noch. Haben wir eigentlich... Wir haben keine Hochschule. That's a problem. Wir haben keine Hochschule. Nein, Hochschule. Wo knallen wir die mal hin? Jupp. Aber gern. Muss ja auch gut aussehen, ne? Ich hoffe, das sind die einzigen Wachen da oben. Nö, Spiel speichern. Spiel wird gespeichert. Bezahlen ihre Steuern. Attacke! Ja, weiß ich doch, dass hier Feinde sind. Ja, wie gesagt, die treffen nicht. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen. Oh, die anderen sind so langsam, ey. Könnte Dario nicht überleben. Ja, vielleicht auch schon. Die dürften unseren Schwertkämpfern wenig entgegenzusetzen haben. Ein Gelehrter nimmt seine Studien auf. So. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Gibt es nicht noch mehr Wachen eventuell? Weil wir haben ja noch nicht die Mine eingenommen. Hallo? Ich hab getan, was ihr wolltet. Das ist zwar schön und wie gut. Ja, mein Herr. Aber wahrscheinlich müssen wir die Brücke noch säubern, ne? Ja, ich warte mal, bis ich den Vogel noch ausschicken kann wieder. Natürlich. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts ja, zu tun. Ja, ja. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Wie sieht's mit unserem Dorfzentrum aus? Oh, wo ist denn hier alles? Mensch. Da. Ja gut, machen wir erstmal das und dann müssen wir gleich mal sehen, dass wir das Dorfzentrum noch ausbauen. Wir kriegen ja aber auch einen Siedlungsplatz, glaube ich, hier, ne? Oder ist er erst auf der anderen Seite der Brücke? Meister, all eure Wohnhäuser sind belegt. Das weiß ich jetzt gar nicht. Noch obdachlose Siedler. Es gibt immer noch obdachlose Siedler. Ja, da kann ich gerade nichts tun. Die erforschen gerade fleißig. Haben wir sonst hier irgendwo eine Mine eigentlich? Ja, hier ist eine Steinmine. Es ist Zahltag. Natürlich. Ja, ist gut. Und dann haben wir den Alten ins Ohr gehauen. Und er... Komm, baut erstmal da. Ach, Chef. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Nein, kann ich nicht. Wieso, Dario? Flieg! Und zeig uns den Weg. Bin ich blöd? Hier ist ja gar nichts. Sofort! Warum gehört die Mine nicht uns? Jawohl! Aha, warte, wir haben hier irgendwo Wachen. Wir erledigen das. Irgendwo blinkt es. Ich hab getan, was ich gehe mal mit Stück. Mit ihm in die Richtung. Eine neue Technologie ist abgeschlossen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Okay. Einer eurer Helden wird. Die können auch kommen. Ja, die Felsen sind ja lächerlich. Es gibt nicht genug zu essen. Ja. Aha, hier geht's also doch. Wird erledigt. Sofort. Und das. Klappt auch wunderbar. Das sollte eigentlich auch reichen, ne? Jetzt haben wir alles. Zwei Minen. Oder gab es noch eine? Vielleicht ist es nun an der Zeit, die Jungs am Fluss aufzusuchen, von dem der Kundschafter berichtet hat. Tja. Vielleicht. Es gibt zu wenig Betten in eurem Ja, und einen neuen Auftrag, bla bla bla. Ich guck mal eben hier oben noch einmal alles durch. Ja, ist
gut. Ach, jetzt ist hier oben natürlich auch alles. Ja, jetzt müssen wir für die hier auch noch Häuser und Mühlen bauen. Ja. Ich würde erstmal gerne gucken, was es hier noch gibt. Ja, hier könnte man noch einmal Rande lang gucken. Fertig, Meister. Und ihr geht mal nach hier oben. Natürlich. Sofort. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ja, kümmere ich mich gerade drum. Wo haben wir denn genau das hier? Dann können wir da schon mal erforschen, dass wir vielleicht unser Wohnhaus, wollte ich gerade sagen, unser Dorfzentrum nochmal ausbauen können. Ja, Herr. Seid unbesorgt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Und ich würde auch gerne Jawohl. Ein zweites Dorfzentrum finden. Sofort. Komm toujours. Wie ihr befehlt. Ich tue mein Bestes. Schade. Dafür sind wir genau. Ich hätte gehofft, hier oben steht eins, aber. Wird gemacht. Wie immer stirbt die Hoffnung Sofort. Zuletzt. Wie ihr wünscht. Hier, ja, nee. Herr, wie ihr wünscht. Wird gemacht. Ich dachte, vielleicht wäre hier noch ein Steinbruch, aber auch ja. das nicht. Wir erledigen das. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ja. Es gibt nicht genug zu essen. Bla, bla, bla. Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Das kann ich. Das kannst du, das aber famos ist das. Wie ihr wünscht. Ja. Das ist ja geradezu Sofort. Unbeschreiblich. Sofort. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Yes, sir. Ihr könnt mich nicht reizen. Nein, könnt ihr nicht. Blah. Hört endlich auf damit. Euer Wunsch ist mir befehlt. Das höre ich doch viel lieber. Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Wir können derzeit schon mal weiteres erforschen. Wie ihr wünscht. Hier ist also das Lager. So soll es sein. Mal gucken, was uns zu sagen hat. Sehr wohl. Guten Tag, die Herren. Was habt ihr hier zu suchen? Ich hoffe doch, nichts Illegales. Ehrlicher Handel, mein Herr. Mein Bruder und ich, wir benutzen unsere kleine Fähre, um Güter auf die andere Seite des Flusses zu transportieren, seit die Brücke weggeschwemmt ist. Ehrlich. Wenn ihr auf der anderen Seite gelangen wollt, können wir euch eine sichere Passage für eine Person mit Tarnfähigkeit anbieten. Aber im Gegenzug verlangen wir nur, dass ihr diese ärgerlichen Türme beseitigt. Wir hörten bereits von euren Tätigkeiten hier, so dass ich denke, dass wir die gleiche Sprache sprechen. Ja? Treffen wir jetzt noch auf Ari, weil wir brauchen ja eine Person mit Tarnfähigkeiten. Und Ari ist die einzige, die wir kennen, die sich tarnen kann. Wenn ihr auf die andere Seite... Achso, noch ein Turm, okay. Ja, ich denke hier schon... Ich denke, dass ich hier schon einiges angestellt habe. Nun bin ich sehr daran interessiert, dass dort drüben auf der anderen Seite vor sich geht. Was dort drüben auf der anderen Seite vor sich geht. Eure Forderung ist nicht unrealistisch. Ich werde euch zu gegebener Zeit einen geeigneten Mann schicken. Na gut, wir können euch ja einen Dieb schicken, ne? Und wir erwarten ihn. Schickt ihn zu meinem Bruder dort drüben auf den Portons. Er wird wissen, was zu tun ist. Ich bin ein Franzose. Dafür sind wir genau die Richtigen. Sofort. Gibt es hier noch mehr? Wir kümmern uns darum. 100 Gold, ja. Seid unbesorgt. Der kann dann wahrscheinlich auch die Türme zünden. Seid unbesorgt. Mit einer Bombe. Deswegen haben wir auch den hier. Ja, warten wir nochmal ein Momentchen. Kümmern uns erstmal hier oben drum weiter.